Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Gree-Event. Ich habe aber bisher noch kein direktes Video bzw. von diesem Event gemacht. Aber ich wollte jetzt einmal, weil ich jetzt ja genug Zeug hier habe, das hier kann ich ja schon mal alles einmal annehmen. Und einmal alles ausblenden. Ich werde das wahrscheinlich später vielleicht sogar auch einmal machen. Aber erstmal blende ich die alle aus. Ja, ich wollte erstmal die graue Kante eigentlich mal mit euch machen. Wenn ihr die anderen Sachen alle sehen wollt, das ist der falsche Händler. Genau, hier, Berechtigung für die graue Kante, die wollen wir uns kaufen. Gewährt Zugang zur alten Gree-Raumschiff graue Kante. Schaltet außerdem Zugang auf weitere Rufmissionen für die Gree frei. Der Zugang zur grauen Kante und ihren fortschrittlichen Testbüchern ist jenen vorbehalten, dass sich auf dem westlichen Shelf als würdig erwiesen haben. Dieses Tatenpad enthält eine Schlüsselsequenz für das Freischalten der Teleporter, die zum alten Gree-Raumschiff führen. Okay, das kaufen wir uns. Und benutzt es natürlich auch. Alter, wie viele Komponenten brauchen wir hier? Okay. Ich sage, benutzen wir das jetzt mal. So. Einmal. Ups. Jetzt habe ich das abgebrochen. Verdammt, das wollte ich nicht. So, du darfst jetzt die graue Karte betreten. Am Missionsterminal ist eine neue Mission verfügbar. Gucken wir mal hier beim Missionsterminal. Genau, das hier. Und das hier. Okay, das werden wir nicht machen. Deswegen kann ich die gleich aufgeben. Das weiß ich genau, dass ich die nicht machen werde. Das ist der World Boss, der sich in diesem Raumschiff drin befindet. Den haben wir jetzt freigeschaltet. Und dann können wir jetzt auch direkt hier mal den behelfsmäßigen Teleporter benutzen und zum nördlichen Endpunkt teleportieren. Den Teleporter kann man übrigens immer nutzen. Also nicht nur während des Events, sondern der ist immer verfügbar. So. Den Rest werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. So, erstmal Tarnung wegstört. Jetzt haben wir hier erstmal die ganzen Pfeiler wieder. Wir nicht PvP markiert sein, ganz, ganz wichtig. Und auch aufpassen, dass es hier nicht bei den Reps reingeht, bei den Republikanern, sondern bei den Imps natürlich, selbstverständlich. Hey, da ist ein Rep. Ich weiß auch gar nicht, warum die es so gemacht haben, dass hier angezeigt wird, dass es für Stufe 60 ist. Weil eigentlich könnte man das ja ab zur Stufe 52 eigentlich machen, weil die Gegner sind alle 52. Ich hätte zwar 50 besser gefunden, weil das Event ist ja 50. Das heißt, jeder, der muss nichts bei unserer Erweiterung kaufen. Und wenn man jetzt bei der Rep-Seite reingeht, würde dieser Druide einen sofort totschießen. Hier steht ja auch imperiale Daten zugelassen. Dieser Datenpatrouillierer lässt Daten des Imperiums passieren. Das heißt, wenn jetzt in den Republikaner reingehen würde, dann würde der Druide den sofort mit einem One-Hitten. Würde man es in Minecraft sagen. So, und natürlich Boss-Immunität. Ich glaube, der kann doch gar nicht sterben. Ich glaube, das geht auch so direkt. So, haben wir hier, haben wir die Materientransfer-Aktivierung. Da werden wir jetzt gleich hier rein teleportiert. Da gucken wir uns jetzt mal auch mal hier an. Und zwar, westliche Schelfer sind wir gerade und dann ab in die graue Kante. Ich bin richtig gespannt darauf. Aktiviere Materientransfer-Protokoll. Okay. Geil, eine Videosequenz. Kommt das irgendwie groß noch ein Gespräch oder? Was passiert jetzt? Wo sind wir? Die graue Seekante, wir sind drinnen. Ich frage mich echt, was passiert, wenn man sich jetzt hier ausloggen würde und das Event vorbeigeht. Was ist hier? Achso, hier ist der, hier ist der World Boss. Mal sehen, wo wir jetzt hier angezeigt werden. Okay, wir werden immer noch hier angezeigt. Wir werden jetzt irgendwo hier, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt über der Karte. Irgendwo ganz woanders. Ich glaube, man ist nicht wirklich hier drin, man ist einfach nur irgendwo an einer Position teleportiert worden. Ich glaube, hier auf der anderen Seite ist der Weg, ist das hier für die Reps, also für die republikanischen Spieler. Ich glaube, so ein Ding kann man sich auch irgendwie für die Festung holen. Ich bin gar nicht so sicher. Gab es das? So, hier gibt es erstmal irgendwo ein Terminal, was wir drücken können. Ja, aber er wartet gerade. Ich lade ihm mal eine Gruppe ein. Weil diese... irgendwie anschreiben so. Schreibe mal, was er annehmen soll. Okay, dann will er halt nicht. Ist voll egal. Geht dann nimmt halt nicht das Terminal. Ja. Kommen wir jetzt respawn. Ey, dieses Ding ist so schlimm. Du kannst einfach nicht. Muss einfach ewig warten. Also ich hätte das besser gefunden, wenn sie das hier alles als eine Instanz gemacht hätten. Oh, was ist denn hier los? Och nö. Bug. Nicht jetzt bitte Bugs. Dann wollen wir
Guck mal, das Vieh ist einfach unsichtbar. Bedrohungsanalyse. Weißer Schiefwinkel. Ja, was bedeutet das genau? Ich verstehe deine Sprache da ja nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich wollte möchte das einfach mal. Mittlerweile stehen die Leute mittlerweile schon Schlange bei dem Scheiß, weil es einfach jeder machen will, diese Mission. Ist ja auch klar. Ich will sie auch machen mit euch. So, das ist übrigens auch mein erstes Mal, also nicht wundern, falls ich jetzt hier irgendwie. Ich glaube, das sage ich jedes Mal. Wenn sie irgendwas kaputt machen, wieso ich das nicht mit meinem Let's Play-Charakter mache, beziehungsweise mit unserem Let's Play-Charakter. Wenn der Chat ausstört nur. So. Das ist wirklich besser, wenn man hier in Gruppen vorgeht. Nur mir. Das finde ich mal nervig, wenn dann die Leute mal das wegklauen und selber keine andere Einladung in die Gruppe annehmen. Also falls du vielleicht dieses Video siehst, finde ich das ein bisschen fies von dir eigentlich. Kann es vielleicht sein, dass du es nicht weißt. Mich würde ich ja hier nicht ärgern, in die Gruppe einzuladen. Das nervt einfach. Oder bin ich gerade gestuckt? So, auch komm, jetzt respawn noch, du Scheißteil. Das regt mich langsam richtig auf. Jetzt auch Scharfschütze. Nochmal sag ich da jetzt nicht drin fest. Kurz überlegt, ob ich da. Ey, was ist denn das da? Eine neue. Eine Quest. Oh, jetzt komm doch, du Scheißteil. Der macht schon das nächste. Okay, jetzt passt. Ey, dieses Ding ist. Das ist echt schlimm. Jetzt, endlich, ey. Hätten die das nicht als eine Phase machen können, das Event? Nur weil das hier alles. Oder ganz den Planeten in eine Phase. Dieses Vieh geht dann, das geht dann nämlich richtig auf den Senkel. Bedrohungsanalyse. Blauer Schiefwinkel. Jetzt ein blauer. War es vorhin nicht eine andere Farbe? Oder oh, Treak. Nachher nehmen wir auch noch die Quest da hinten noch mit an. Komm, ich wette hier noch ein bisschen, solange ich hier warte. Da hinten ist auch das die Quest. Guck mal, was das ist. Ich glaube, das war diese Quest, wo man auf verschiedenen Planeten reisen musste. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. In dieser Folge auch noch. Ich habe das nämlich noch nie auch gemacht. Also, diese Quest kann man leider nur einmal pro Charakter machen, soweit ich das weiß. Oh, das Ding hier näher, das darf man nicht aktivieren. Okay, es respawnt, jetzt aktiviert das. Aktiviere. Genau, man kann einen Teleporter, glaube ich, irgendwie für 10 Minuten lang nicht mehr benutzen. Müssen das 10 Minuten müssen das sein, so. Jetzt haben wir hier die 3. Ich bin Archäologe, kein Kämpfer. Ich habe irgendwie immer noch. Grüne Senkrechte. Ja, die Kante hatte ich mit einem blauen Torus ausgestattet. Ach, der da. Ach, da. Ja, da. Pack ich mal hier unsere Leiste rein. Ich pack den sogar gleich mal. Was pack ich denn raus? Das da. Ich sortiere das auf, hätte fast die Quest vergessen. Die grause Karte lässt ein Original parallel ausrichten. Gedacht, das Testobjekt wurde zwischen sie euer Wacht, Subjektion und der weiten Gehe. Beobachtungseinheiten des Planeten Raum studieren sollten, haben nicht planmäßig ihre Ergebnisse aktualisiert. Sie werden während der Materialisation zur Erkennung durch diese Beobachtungseinheiten markiert. Finden Sie und sammeln Sie die Daten für die grause Karte. Reisen Sie in violette Tangente Testsubjekt. Ich will kein Testsubjekt. Okay. Ja, Green Relays. Ich muss mir auf diese ganzen Planeten reisen, die hier gerade stehen. Kann nur während das Event fortgeführt werden, steht ja auch da. Also, jetzt müssen wir hier runter. Übrigens, noch eine wichtige Anmerkung ist, wenn ihr wieder raus wollt, könnt ihr nicht da wieder rausgehen. Beziehungsweise da, beziehungsweise wo auch immer. Ihr müsst einmal hier durchgehen, dann kommt ihr jetzt wieder raus. So, hier nicht runterfallen, das kann den Tod bedeuten. Dadurch, dass ich jetzt hier wieder Ewigkeiten hier diese Quest angenommen habe, müsste der andere eigentlich auch. Ah, nee. Doch, hier ist der andere. Hier ist der Droide. Diesen kann man nur mit dem blauen Torus hier besiegen. Den mit Gefährten. Da, schon gegen den meisten. Ja. Das heißt, wir können nur diesen. Nur dem kann man Schaden machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Attacke drücke, mache ich mit dem keinen Schaden. Na, hast du mal? Also einfach nur spammen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, das Ding zu spammen. Ich
Ich mach's einfach. Okay, so einfach ist der Gegner gar nicht. Rotor hat keine Energie. Meine Energie wird wiederhergestellt. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Also die Gefährten... Alter, warum lecken sie so? Okay, sich dabei zu bewegen ist nicht so gut, weil das viel zu doll leckt. Ich glaube, auf der republikanischen Seite gibt es nochmal einen extra Androiden. Scheiße. Muss man, glaube ich, mal Medipack einschmeißen. Das kann doch schon hart werden. Man kann auch da oben klicken. Wollte mir ja gar nicht da reinziehen. Fuck. Muss ich einfach nur wegrennen. Ich glaube, er direkt so auch Schaden macht. Und jetzt hier, ich hasse es, dass dieser Bug immer auftaucht, wenn man rennt. Dass er dann irgendwie nicht Schaden, keinen Schaden macht. Komm hier. Stirb. Energie wird wiederhergestellt, scheiße. Komm, 4%. 1%. 0%. Wir haben es geschafft. Analyse. Gelbe Senkrechte. Gelbe Senkrechte. Okay. Erstmal die Gefährten wiederholen. Den brauche ich. Und die Gefährten überlass das gar nur nicht. Hier. So, haben wir es geschafft. Die Mission von der grauen Sekante. Ups, das war das Falsche. Da. Pack ich das da wieder rein. Achso, das ist hier der auf der republikanischen Seite. Können wir uns mal die Boss-Buffe hier, die Buffs hier angucken. Komischerweise wird der rot angezeigt und da unten grün. Scheint ein bisschen verbuggt zu sein, aber hier auf jeden Fall Boss-Immunität. Datenschild abgeschirmt gegen die meisten Schadenstypen, verwundbar durch Datendisks. Eliminiert Gefährten, das heißt, dass er die Gefährten sofort tötet. Und unerschütterlich kann nicht unterbrochen werden. So, mit der grauen Sekante sind wir eigentlich fertig, ne? Ich sag, ach, hier sind mehrere Druiden, okay. Dann haben wir hier auch nochmal eine historische Aufzeichnung der grauen Sekante. Die graue Sekante. Kodex-Eintrag. Wenn ihr euch das jetzt durchlesen wollt, bitte Pause drücken. Mal gucken, kann man nicht auf der anderen Seite hoch? Nee, es geht nicht. Was haben wir hier noch so? Noch so ein Druiden auf der von der republikanischen. Warum sind hier so viele republikanischen? Gibt es auch irgendwo imperiale noch? Hä? Das wundert mich ehrlich gesagt gerade. Oh. Ich hätte gerade Schiss, dass ich da runterfalle. Was ist das da? Da lang? Da ist auch noch was. Guck mal, was hier so ist. Da darf ich nicht rein. Yep. Das war zu eilig. Scheiße. Wo spawn ich jetzt? Spawn ich jetzt wieder in der Sekante oder woanders? Natürlich spawn ich wieder hier. Scheiße. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Weil die Viecher reagieren viel zu schnell, finde ich jetzt irgendwie. Okay, ich mach kurz einen Schnitt, wir sind wieder da hinten. So, ich bin gerade so wieder am Anfang. Ihr seht, wir können hier nicht raus. So, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz bis zum Ende. Bis gleich. Nee, wartet. Ich glaube, das ist einfach bloß so. Weil wir die Mission schon abgeschlossen haben, ist es, glaube ich, so, dass hier die Viecher alle grün sind. Denke ich jetzt. Könnte natürlich auch sein. Könnte natürlich auch falsch sein. Das würde vielleicht das erklären, wieso hier so viele grüne sind und irgendwo rote. So, und jetzt passe ich auf, dass ich jetzt nicht bei der imperialen Seite rein, bei der republikanischen reingehe, sondern bei unserer Seite. So. So, was ist denn hier? Ratespiel dürfen nicht an Operationen teilnehmen. Ach so, das ist eine Operation. Ach so, genau, das ist, glaube ich, hier imperialer Eingang. Ja, das ist hier von Dings. Also, was ist jetzt das da hinten? Materietransfer, der Teil. Westliche Shelf-Eis. Ach so, jetzt kommen wir wieder raus, oder was? Ja, passt. Ich glaube, hier wäre es, glaube ich, sogar egal. Eine Sache probiere ich jetzt einfach noch aus, weil es mich selber interessiert. Und ich muss sowieso wieder zurück zur Basis, wie kann ich jetzt auch sterben? Und zwar haben die eine Tarnerkennung. Die haben zwar keinen Buff-Tarnerkennung, aber es kann natürlich sein, dass sie eine haben. Wir waren gerade irgendwo hier so drüber. Da drin irgendwo wahrscheinlich. Oder ganz weit irgendwo anders oben. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt genau gelöst haben. Jetzt gehe ich mal jetzt zum Rep-Eingang. Während übrigens das Event nicht ist, sind auch keine Druiden. Nur, dass ihr es wisst. Hier ist jetzt nämlich der Druide. Jetzt mache ich den da. Geil, ich komme hier vorbei. Nee, komme ich doch nicht. Nee, okay, jetzt geht doch nicht. Man hängt hier schon fest.
Warum stehe ich irgendwie schnell immer noch gescheiterte Mission so? Ich wollte sowieso zurück. Weil wir müssen jetzt ja unsere Mission abgeben. Und auch noch zu weiteren Planeten reisen. Denn wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeten vor uns. Die wir jetzt alle einmal bereisen müssen. So, einmal das hier können wir einmal abgeben. Sie kehren körperlich und zeitgleich zurück. Wir kriegen dafür sogar. Spitzwinkel muss erreicht werden. Wir kriegen dafür sogar eine blaue Ruftrophäe. Geil. Was gibt's dafür überhaupt? Zwei Komponenten der Grauen Helik und ein Gree-Artefakt. Schöne Vermächtniserfahrung natürlich auch. Und jetzt geht's hier weiter. Und zwar fangen wir an mit Drom und Kars. Bis gleich. So, da sind wir nun endlich angekommen hier. Auf Drom und Kars. Hier haben wir noch ein paar starke Gegner. Die aber auch kein Problem sein sollten. Ich kenne diese Stelle sogar gar nicht, weil eigentlich hat mich ja keine wirklich Quest hier hingeführt. Oder hat mich die Story damals hingeführt? Weiß ich gar nicht mehr. Mit unserem Agenten sind wir, glaube ich, nicht hingegangen, beziehungsweise wir sind Scharfschützen. So, natürlich sind die Gegner kein Problem für uns. Und hier haben wir Taco Bahn. Schreiten Sie in der orangen Parallele voran. Ausgewählter der grauen Sekante auf der Welt. Atmosphärische Lösung hat den F1-Treffen neuer zweifelsiger Bevölkerung zu haben. Kommunizieren kann. Übermitteln Sie bitte Beobachtungsberichte der grauen Sekante. Okay. Viele andere Zweifüßer entwickeln sich in grün und leiten sie bitte zur violetten Parallele. Also, wie viele Farben gibt's denn hier? Gibt's denn irgendwas Besonderes? Nö. Okay, wo als nächstes hin? Tatooine. Okay, habe ich den Transporter zu Tatooine. Vermächtnis da. Aha. Yeah. So, da sind wir endlich mal angekommen. Ey, das hat ewig gedauert, das zu finden. Weil auf dieser Karte wird das nicht angezeigt. Seht ihr? Ich gehe drauf und es wird nicht angezeigt. Das ist im Dünenmeer. Hier genau, wo ich mich befinde. Die Koordinaten sind minus 640 und minus 1481. Hier in dieser Höhle. Im Dünenmeer. Dünenmeertunnel. Was ist hier? Dünenmeertunnel? Was ist denn das? Gehe ich gleich mal also am Ende noch halt gleich mal durch. Oh fuck. Die sind echt stark. Gegner. Nee, nee, komm, ich lass es sein. Ich muss, glaube ich, meinen Gefährten lieber Heilung stellen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Okay, das ging schon mal. Heize mich mal. Genau. Also direkt geht das leider, geht das glaube ich nicht, weil die Gegner werden auch immer stärker. Durch den Auto, wenn wir auf 30 runtergelevelt werden, ist das auch nicht ganz so einfach. Genau. Das Ding mal unterbrechen. Sehr viel werde ich hier absorbiere ich jetzt vor fast alles. Kriege auch kaum Schaden. Also hier Gefährten auf Heilung zu stellen ist Pflicht. Denn sonst geht's hier ins Verrecken hier. Zack. Zack, im Prinzip ist diese Quest total langweilig. Popbrat. Ausgewählter der grauen Sekante. Das ist wirklich so lange her. Ich muss gestehen, Analyse bisher in der weißen Köln. Grüne Sekrechte Karakata haben Technologie auf dieser Welt zurückgelassen. Wechselhafte. Ihr habt, glaube ich, wenige Beobachtungen, die ich erfasst habe. Ich hoffe, die Reise führt sich schneller zu den violetten Parallelen als meine. Was sagt ihr? Sie haben sogar Schiff oder bla bla bla. Okay, das war nicht so einfach. Den fand ich echt kacke versteckt auch. Wir sind gehen das jetzt zum Jungland. Jundland. Wo kommen wir jetzt raus? Ach, wir sind jetzt hier. Ich glaube, das ist hier Rap-Gebiet. Republikanisches Gebiet, oder? Gucken. Ja, hier ist, glaube ich, hier hieß ja der was passend Salara, der Republik. Okay, wo müssen wir als nächstes hin? Nach Alderaan. Oh Gott, da kann ich ja gar nicht hin. Wo muss ich ja ein Schiff nehmen? Okay, bis gleich auf Alderaan. So, da sind wir auch schon bei den Droiden. So, und diesmal fangen wir direkt mal an. Ja,
Oh, Kacke. Gefährt heimlich hoch Talos. Heimlich hoch Talos. Also Heilergefährten sind bei dieser hier überlebenswichtig. Was mir auch auffällt, dass diese Mission nicht auf der Weltkarte angezeigt wird. Nur bei Drum und Kars hat es bisher funktioniert. Mal sehen, was bei den anderen Planeten anders ist. Ich weiß gar nicht, was momentan die anderen Planeten sind. Kacke. Und so ein anderes Vieh da irgendwie gespawnt oder irgendwie sowas. Also ich muss sie erstmal töten. Nicht töten. Nervt. Okay, muss ich ein Schild reinhauen. So, Schild. Oh, zack, 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 zack. Das wollte ich euch auch mal zeigen hier, dass man die Statue auf den Kampf auch spawnen kann, seht ihr. Seht ihr, da seht. Dann bleibt die sogar auch über den Kampf da. Ich mach sie jetzt aber weg, weil sie mich jetzt gerade stört. Was ist das? Achso. Unbekannt. Bug, okay. Hier. Was haben wir hier bekommen? Kein Zuneigungsgewinn noch. Leck mich doch, ey. Hallo. Scheinen Sie vorsichtig aus der Mitte der grauen Sekante. Grüne Sekrechte. Aktuell dürfen keine Beobachtung. Zweifelige Ausrottung der grünen Sekrechte. Kiddies. Reise schnell voran. Bitte sollte in der zweiten lokalen System sich vergrenzt werden können. Okay. Dann nächster. Wo ist der nächste? Auf Crash. Okay. Wieder hinfliegen. Verdammt. Okay, dann sehen wir uns gleich auf Crash wieder. Bis gleich. Juhu, wir sind eigentlich angekommen. Hier war auf Crash. Hier sogar auf der Weltkarte. Gut, hier gibt es auch noch eine Weltkarte. Mein Gefährt lässt mich auch bitte mal heilen. Bedenklich. Wird gedauert. So bin ich denn jetzt hier hängen geblieben? Fuck. Muss man alle erstmal auf mich ziehen. Muss die mal herziehen, so. Das ist wieder Spaß, weil es muss auf Scharfschützen auch nochmal zu machen. Das kann man leider nur einmal pro Event machen, diese Quest. Ich glaube, wir müssen sogar noch was nach jetzt mal nochmal zurück nach Ilo, um das abzugeben. Zack. Zack. Weißt du, wie lange die Respawn-Zeit ist von den Viechern? Atmen Sie vorsichtig ein, auswärtige Bronzekante, die geologische gelbe Kontaktivität, der giftige X auf der Welt. Natürliche Flüchtlingsrate, Übertragung nach 10.000 lokalen Systemen, Drehung fortgesetzt, nehmen Sie eine Beobachtungsdaten mit grauer Parallele. Okay, nächster Planet. Hot. Okay, Hot. Dann würde ich sagen, ab nach Hot. Erstmal zum Raumschiff und dann nach Hot. Wir sehen uns dann gleich auf Hot wieder. Tschüss. So, dann sind wir eigentlich auf Hot angekommen. Hier auf der Karte. Da unten. Ich weiß gar nicht, ob das auf der republikanischen Seite gleich ist. Muss man eventuell mal ausprobieren. Wo muss man ja eigentlich immer kämpfen? Das ist halt das Schwierigste an der ganzen Quest. Der Rest, der ist Problem einfach. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fährt heil mich doch. Schild. Das könnte meine Rettung sein. Hey, Moment. Zellmoment halt mich hoch. Zellmoment halt mich. 273. Gut, Zellmoment halt mich nicht wirklich viel. So. Es ist schon nicht ohne. Das sollte man nicht unterschätzen, die Gegner hier. Also mit schlechterem Equip, glaube ich, hätte ich hier verkackt. Wie viel Angriffskraft habe ich eigentlich? Ja, Mutton, okay, 3 der 9 fällt auch jetzt, komm doch. Hör doch auf.
darf die Droiden ja auf gar keinen. Ach, da ist auch noch einer. Aber auf die darf ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Stärker als man denkt. So, warte, uns gleich auch wieder unser. Scheiße, kann ich die Sache nicht unterbrechen? Scheiße. Hier, Vermächtnis macht mit draufhauen. Boom. Und tot. Ganz dran. Wir können sie angemessen wärmer auszugreifen. Sie kann, indem sie Beobachtungsvertrauen mit Orangen randieren. Vorstellungen haben wir den Übertragungsmittel beschädigt, aber wir können machen ein paar Dutzend lokale Systemdrehungen wieder rot, achteckig. Bla bla bla. Kann natürlich kein Mensch so schnell wie es da geht lesen. So, letzter Planet. Was? Okay. Na, ab zum Raumschiff. Ach, das gibt sogar jetzt Attacke. Das Vermächtnis Machtblitz. Kann man sich die noch in die Leiste ziehen? Egal, ich mache einen Stopp. Bis gleich. So, ich muss aber ganz kleines zeigen, denn ich kann einfach hier nicht weg. Und zwar, guck mal. Ich klicke auf den Stuhl, nichts passiert. Ich klicke hier drauf, nichts passiert. Hier drauf, Backwurst, die Old Republic macht natürlich wieder irgendeinen totalen Quatsch, dass nichts funktioniert. Finde ich geil, sowas von euch. Einfach nur geil. Nein, natürlich finde ich scheiße. Ich kann hier nichts drücken, ich muss jetzt ja auch noch 2 Minuten warten. Dieses Spiel ist kaputt. Kann ich das benutzen zumindest? Ja, das geht zumindest. Okay, versuche ich mal, ob es von der Flotte aus geht. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Musste einmal ganz kurz einmal das Spiel wirklich komplett beenden. Also wirklich hier mit Spiel beenden, abbeenden. Habe ich auch probiert, geht nicht. Dann wollte ich mich zur Festung porten, ging auch nicht. Flotte hat auch nicht funktioniert. Jetzt, als ich wirklich Spiel beenden gemacht habe, hat es wieder geklappt. Jetzt kann ich wieder interagieren, wie ihr seht hier. Ich habe gerade schon wieder Schiss, dass es wieder nicht geht. Also, ihr mögt mich, ich mag euch. Aber ja. Ruinieren wir das nicht mit zu viel Gerät. Okay, jetzt mache ich aber wirklich mal einen schweren Stopp, bis wir wieder auf was sind. So, ich habe es endlich mal geschafft in Bug Wars The Old Republic. So nenne ich jetzt das Spiel übrigens auch mal wieder, weil ich habe euch gerade ja gezeigt, was mit dem Bug aufgetreten ist. Och nein, das stack ich auch noch. Oh, ich dachte schon, ich stack wieder. So. Wir sind endlich auf was angelangt. Jetzt schaut mal auf die Uhrzeit und vergleicht das mit der Zeit von vorhin. Auftrag für euch. Ich will mal wissen, wie lange ich gebraucht habe. Vielleicht noch hier das Video dann auch gucke auch selber. Oh, Kacke. Ist alles in Ordnung? Komm, jetzt nimm uns das Medipack. Also hier hin, Moment. Also hin, wohin, Moment, ist hier überlebenswichtig. Also die Gegner werden immer stärker, finde ich. Mich wieder fast umgebracht. So, einmal den da machen. Der heilt er mir übrigens auch ein bisschen. Und 15% heilt er ein. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt, wenn man den da ausführt. Erstmal den Schild reinhauen. Abo gehabt hätte, hätte ich mich beschwert jetzt in dem hier im Support. Aber es geht ja leider nicht. Ja, geht das? Oder geht das doch nur im gleichen Kampf? Also ich hätte mich jetzt sofort beschwert. Wenn ich jetzt ein Abo hätte, würde ich jetzt hier sofort in Kundendienst schreiben, dass ich das hier, dass das Interagieren nicht mehr funktioniert hat. Weil oh, wo sind die noch Gegner? Da ist noch einer. Kann ich die Beschreibung werfen? Sie ist kein Spieler. Ach, was geht jetzt? Das haben die jetzt auch geändert. Das haben die jetzt geändert. Also früher war das ja so, dass man das auf alles werfen konnte. Jetzt geht es nur noch auf Spieler. Interessant. Das heißt, man kann es nicht mehr fahren, indem man auch von seinem Gefährten wirft, oder was? Der Gefährte geht auch nicht, oder? Ne, jetzt hier ist kein Spieler. Ich selbst geht nicht auf mich selbst, okay. Letzter Droide. Sule Sangan,
Wo ist denn wieder der grauenste Karte? Willkommen. Ihr habt gehört, der Zeitfisch soll vielleicht irgendwo am Markt bewerben. Eine Übertragung von aktuellen Technologien stören. Also kann ich nicht senden, bis sie weiterentwickelt haben. Es wird etwas 4000 lokal. Da werde ich gespannt beobachten, über die aktuellen Beobachtungsdaten mit violetter Tragente Zweifüßer. Okay, jetzt können wir endlich zurückkehren. Oh, das wird aber auch Zeit. Also, wie komme ich jetzt am besten nach Ilum? Ich glaube, ich fortporte mich zur Flotte und nur einfach das Terminal nach Ilum. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf Ilum. So, wir wollen jetzt die Quest abgeben. Ich hoffe, ja, euch hat es nicht so gestört. Ich kann auch leider auch nichts für, dass das Spiel so verpackt ist. Ja. Zumindest funktioniert es überhaupt wieder. Ich hatte schon Schiss, dass es jetzt irgendwie gar nicht mehr geht. Dass ich das Spiel einfach noch löschen kann. So, ich wollte hier hin. Nördlicher Punkt. Das Spiel ist einfach nur kaputt und verbuggt und was weiß ich noch. So, Tarnung mache ich erstmal weg, brauche ich nicht. Ja, 10 Minuten. So. Jetzt habe ich ab in die grause Kante. Och, ich hasse es. Dann gegen. Oh ja, zieh mich ran. Ist richtig. Zieh mich ran und nerv mich und lass mich doch einfach hier rein. Ich will einfach nur die Quest abgeben. Zum Glück ist hier ein Wächter, der uns ziemlich beschützt. Hauptsache, der tut das auch. Komm, besieg sie, besieg sie. Och nee. Diese Gegner, diese Ranzieherei von diesen Gegnern. Die ist schlimm. Ich werde mal sehr gerne sehen, wie mein Droide die kaputt macht. Boom. So fett. Schade. Okay, man kriegt selber aber nicht die Erfahrung dafür. Okay, dann ab wieder zur grauen Sekante. Jetzt haben wir jetzt schon gesehen, deswegen kann ich das überspringen. Das hat sich ja wehgetan. Wir sind jetzt hier auf der Karte, also nur sogar wieder vor der Sekante. Logischerweise wird jetzt immer noch die Aktivierung angezeigt. Egal, Bugmission Public. Ist wieder am Start. So, wir haben es endlich geschafft, diese Mission. Muss man Shadows machen wieder. Okay, komm her. Also der Inhalt, die Überwachungsdaten zurückkehrt, alle schreien zu roten Radianten vor. Ihr Beweise des Gerichts sind weitere Studien nötig. Nehmen Sie sofort eine weitere Datenerfassung mit. Um gleich mit Ihnen reisen zu können, wird diese Einheit einer Bezeichnung der Art. Er meint, reisen Sie wie ein eingetragenes Testobjekt. Okay, wir haben es geschafft. Wir bekommen hier sogar ein Haustier. Allein braucht man dafür Freund, schade. So, und eine große Ruftrophäe, wir würden sogar 105.000 Erfahrungen bekommen, 23.000 Credits bekommen. Nehme ich natürlich alles mit ins Täschchen. Wie viel Ruf fehlt uns wohl noch, das Freund? Ruf. Degree Enclave. Okay, da fehlt noch einiges. Aber ja, hier haben wir. Haustier ist leider gebunden. Also, ich glaube, ich bringe mich. Lass mich jetzt sogar direkt einfach umbringen. Wo ist den Gegner? Natürlich keine Dame, wenn man einen braucht. Da ist eine. Ich würde sagen, das war's auch wirklich jetzt mit dem Event, mit der Folge. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann fassen wir dein Abo. Und da kann ich doch eins sagen, und zwar tschüss. Da kann ich jetzt hier nicht winken, oder geht das auch? Nee. Nicht wirklich, wenn tot wird. Nee, geht nicht, okay. Deswegen sag einfach so, tschüss.